Moin und willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Jetzt gibt es ein kleines Game von itch.io, Still Alive. Einfach mal wieder zum Reinkommen nach dem Urlaub. Passt ja auch irgendwie denn vom Namen her. Ich hoffe, es wird cool. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wie immer viel Spaß beim Anschauen. Zombie-Apokalypse. Sehr gut. Da fühlen wir uns gleich wieder wie zu Hause. Hat sich über die Welt ausgebreitet. Keiner weiß, wo es angefangen hat. Ich habe gehört, eine Heilung wurde in irgendeinem Labor erfunden und wir müssen da irgendwie hinkommen und versuchen zu überleben. Zombie-Apokalypse. Kenne ich das Gebäude nicht auch schon? Egal. Ist das schon das Labor? Haben wir uns durch die Zombie-Apokalypse schon hierher gekämpft? Der Weg ist das hier, Leute. Verschlossen. Ja, toll. Ja, ich habe mir auch überlegt, wie ihr unten sehen könnt. Machen wir mal hier so einen schönen, eine schöne Kamerabasis. Ich fand das irgendwie zum Halloween-Event mit den Kürbissen ganz cool. Und dachte mir, ich brauche da was Alltagstaugliches. Also habe ich mal im Urlaub hingesetzt und das mal zurecht gebastelt. Ich hoffe, ihr findet es cool. Gerade durchgequetscht. Ich könnte es vielleicht noch ein klein Stück breiter machen, merke ich gerade. Ich muss echt genau so sitzen. In Millimeterarbeit, Leute. Alles Präzisionsarbeit hier im Horror Heaven. Nee, ich wollte es auch nicht zu groß machen, dann wird es nämlich. Dann dominiert das einfach das Bild, ey. Da brauchen wir eine Security Card, okay. Ups. So, okay, wir haben hier einen 39-jährigen Patienten. Er ist mit einem unbekannten Parasiten infiziert. Sehr aggressiv, Gedächtnisverlust. Und wird in der Zelle festgehalten. Den gucken wir uns doch mal an. Ey, wir brauchen den. Wir machen hier Power Drill Massaker. Na, springst du uns an? Nein? Langweilig. Na, aber da haben wir denn hier. Ich würde auf jeden Fall telefonieren, ey. Nein, nein, nein. Ich muss sie telefonieren. Wen soll ich anrufen? Seht ihr keine Sau hier? Und da ist nicht irgendwie ein Schlüssel vielleicht noch oder so? Wäre hier sehr angemessen in diesem Raum. Weil irgendwie sind alle Türen verschlossen. Kann ich hier irgendwas aufmachen? Ich habe ja auch keinen Cursor oder sowas, dass ich jetzt mal sehen könnte, wann ich tatsächlich mit irgendwas interagieren kann und was, wann nicht. Ah. Eine Schlüsselkarte für den Aufzug. Sehr gut, das klingt brauchbar. Damit können wir arbeiten, Leute. Werden hier rumgekokelt, Mann. Sollten hier mal kokeln hier. Ich will damit nicht fahren. Ist das hässlich. Da kriegt man ja Anfälle bei, ey. Das ist ja augenfeindlich. Das ist ja wie auf ein Schachbrettmuster zu starren. Irgendwann fängt das alles an, vor den Augen zu tanzen und so. Wie hätte es anders sein können? Ich wette, wir müssen Sicherung finden. Hallo? Zombie? Zombie. Ich will jetzt Zombies sehen. Also ich bin wegen Zombies hier. Und wenn ich bald mal welche zu Gesicht kriege, dann gehe ich einfach wieder.
Jetzt spiele ich Resident Evil. Kann ich auch. Der Arzt wurde von den Patienten in Zimmer 186 verletzt und hat die gleichen Symptome jetzt wie er. Weil sie sehen verdächtig aus. Sie packen, sind in die Zelle gesperrt worden. Na, die Power einschalten. Ich wusste es. Um die Labortüren zu öffnen. Jetzt wäre so der Zeitpunkt, wo man mir eine Pistole geben könnte. Also zu viele Leute sind infiziert worden. Sie haben ihren Verstand verloren und greifen Leute an. Viele Forscher sind tot. Wir versuchen die Heilung zu entwickeln. Hallo, Pistole. Habe ich für deine Pistole? Du hast gar nichts. Nein. Also nicht auf den Zahlentasten. Auf dem Mausrad vielleicht. Ah, alles klar. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt mit meiner Kamera los? Ja, ich musste die Batterie nachladen. Ich hatte kurz Panik, dass ich von vorne anfangen muss. Oh mein Gott, das ist tatsächlich ein Zombie. Das ist ja ein Zombie. Ich wollte natürlich erst mal gucken, aus welcher Richtung der überhaupt kommt. Dumm, die dumm, die dumm, ich laufe vor dem Zombie weg. Jetzt hat er einfach aufgehört, mich zu jagen. Achso, da war eine Tür, alles klar. Super. Ja. Da kommt er von dort. Nein! Ich kenne den scheiß Zombie doch. Ich schwör's, ich kenne den Zombie. Ist der nicht auch bei Ebola? Ebola 2? Sind das nicht diese Zombies da? Diese Polizeizombies auch gewesen? Ein Weglaufspiel also. Ich bin begeistert, Leute. Meine Fresse ist das schön. Ich will sofort wieder Urlaub haben. Naja, ich hab's mir ausgesehen. Ich dachte eigentlich, ich könnte hier schnell reinkriechen. Aber das hätte mir auch nichts gebracht, weil da hätte der Zombie bei der KI, der hat die ganze Zeit vor der Tür gestanden, gewartet, dass ich wieder rauskomme. So, jetzt rennen wir einfach mal ein bisschen früher los. Ich glaube, das macht Sinn. Ich hab gehört, wenn du überleben willst, dann macht das auf jeden Fall Sinn, so früh wie möglich loszulaufen. Hier liegt nirgendwo eine scheiß Pistole rum? Was ist das denn hier? Sieht doch nützlich aus. Nein, ganz im Ernst, was ist denn das? Habe ich das jetzt eigentlich benutzt? Das sieht nicht so aus, als hätte ich hier irgendwas gemacht, ne? Oh, direkt Hackengas. Hier rum? Ich weiß es nicht, Leute. Ich war ja auch noch nie hier. Ich renne einfach geradeaus. Hier in den Schacht. Gehst du vielleicht etwas schneller in den Scheißschacht? Alter, ich werde mit Anlauf, mit dem Körper rein, sofort Hechtsprung und rein. Aber der Typ hier hat's echt im Kreuz, das oder die Frau, was weiß ich, was wir hier spielen, die kriegt das nicht hinein, ey. Survival Skills 1 von 10. Also hinter mir rot ist natürlich
So eine Aufnahmeanzeige. Nicht, dass ihr euch wundert, was ich da für einen roten Schnipsel auf der Schulter habe. Und Game durchgespielt. Reicht auch. War scheiße. Oh. Viel besser. Viel besser, Leute. Komm, ich lass dich rein. Witzig. Wir so ein Haustier haben. Der wollte sich bestimmt das Gehirn hier stibitzen. Sag mal, ich hab mich doch umgedreht. Kam die jetzt von beiden Seiten? Hab ich mich um 360 Grad gedreht? Ist meine Maus zu empfindlich? Nein, nicht schon wieder alles hier. Nochmal hier. Nochmal da, ich komm direkt rein. Ich komm direkt. Das hätte mir so klar sein müssen. Okay, wir lassen den erstmal gehen. Ich will das hier nicht noch 100 Mal machen. Jetzt kommt Zombie. Jetzt kommt ein Zombie, Mann. Kann ich mich vorbeischleichen? Ich meine, ich muss ja auch nicht überall reinsprinten wie der erste Gamer. Das sieht nicht so aus. Was mache ich denn hier? Die Bretter hier wegmachen? Na ja, kommt auch straight hier angewackelt. Ja, ihn kann ich hier abhängen, eventuell irgendwie. Ich springen? Nein, kann ich natürlich auch nicht. Weiß er jetzt überhaupt, dass ich hier bin? Ist er wirklich auf dem Weg zu mir? Ne, guck mal, der wackelt hier einfach nur lang. Der wackelt hier einfach nur lang. Der will gar nichts von mir. Zombies sind eigentlich derbe friedlich, solange man ihnen nicht in die Quere kommt. Yes. Der will auch nur zum Gehirn im Kühlschrank. Die haben da ihre Snackbar und wollen da einfach nur in Ruhe einen wegmampfen. Ey, die scheiß Batterie ist gleich schon wieder leer hier. Das Ding ist, hier gibt's auch irgendwie gar keine Batterien. Ich schleich mich einfach mal hier lang. Was soll ich auch sonst machen? Das muss ja funktionieren. So, Klappe zu. Hey, hier auch rein? Nein. Ich habe das Gefühl, er ist mit seinem Snack da fertig. Hey, wie wär's, wenn du hier mal durchgießt? Ja! Genau! Er geht da einfach! Habt ihr das gesehen? Ja, sehr gut!
drücke Space, um über Sachen rüber zu springen. Ich drücke Space. Nein, ne? Da stand ich doch eben auf der anderen Seite. Nein! Hier rüber? Okay, das war auch echt. Da hätte man sehen können. So. Hier sind wir sicher, weil wir alle wissen, gibt es nichts, was Zombies mehr hassen als Regen. Und leere Zettel. Zombies hassen leere Zettel. Es ist, glaube ich, so eine britische Polizeiuniform, ne? Verschlossen. Es war so klar. Hallo, mach mal auf hier. Seht doch, das Licht an ist. Komm mir einfach reingefenstert. Und es ist wieder einfach nur scheiße dunkel hier. Ich glaube, ich muss langsam mal einen Schlag reinhauen hier. Oder ich finde mal noch ein paar Batterien. Ich glaube, das war eine Batterie. Ja. Das sah aus wie ein Feuerzeug, Leute. Ich glaube, ich habe die Dinger schon an ein paar Stellen gesehen und habe es einfach für Feuerzeuge gehalten. Nein, nicht der nächste Alarm. Leute. Mal lieber Zufall, der aufsteht. Obwohl, wir haben ja gesehen, was so Hindernisse bringen. Die sliden da ganz entspannt durch die Grafik, die Gegner. Ach, verpiss dich. Erstmal den Nervscheiß hier ausmachen. Find the key cards. Cards. Mehrere. Hallo. Ich dachte, das ist hier so ein 10 Minuten, 15 Minuten Spiel. Das Game hier gibt überhaupt nichts her für irgendwie eine halbe Stunde. Halt. Auch das noch um. Hey, noch 3 Stunden dauern. Komm, jetzt verpiss dich, wir fertig werden hier. Sehr gut. Immer Ruhe. Immer Ruhe bewahren. Brauche ich das hier überhaupt? Ist schon besser. Keycards finden. Also mehrere Keycards sind hier irgendwo versteckt. Hier ist verschlossen. Hier geht's rein. Okay. 3 Keycards, wenn ich richtig gezählt habe, ne? Ja, es wird schon alles nicht mehr. Genau. Es wird schon alles nicht mehr so akkuweit sein. Ja, wir können das hier schon mal aufmachen. Wenn wir es eilig haben, können wir da nämlich schnell rein. Keycards, ich so Keycards. Und den ganzen Tag. Schnauze da hinten, ich will hier auf jeden Fall noch diese scheiß Keycard. Wir haben uns hier hinten so einen Schrank offen gelassen. Den ich natürlich nicht wiederfinde. Egal, dann renne ich jetzt zu dem hier.
Kommt der? Hallo? Ich höre den ollen Grunzer so schlecht, wenn das hier so laut ist. Ich dachte, ich könnte hier schon mal irgendwie... Ja, da war der Schrank. Genau. Ist eigentlich auch fast unhöflich, dass du so lahmarschig unterwegs bist, weil ich kann hier eine Stunde Zeit lassen, um in den Schrank zu gehen. Völlig egal. Jetzt verpiss dich doch hier mal wieder. Ich muss hier lang, Mann. Ich muss hier lang, Mann. Oh, ich habe da gerade was verändert. War einfach nur so ein Grafikfehler. Ich glaube, der rennt hier einfach nur im Kreis, oder? Nee, jetzt kommt er doch wieder von da. Okay. Vor allen Dingen, ich habe da noch eine einzige Batterie. Eine. Aber das heißt, ich kann jetzt hier durch. Ja, noch ein Zombie. Das ist hier von meinem Spind los, Leute. Warteschlange. Ist besetzt durch den eigenen Spind. Letzte Batterie, Leute. Letzte Batterie, weil ich an den feuerzeugartigen Batterien das ganze Spiel über vorbeigerannt bin. Bin ich hier richtig? Ich hoffe es so sehr. Warte mal, nee, hier ist das. Ich bin falsch. Also nicht direkt falsch. Dadurch. Oh, mach bloß diese Kacke aus hier. Ich hab die Heilung. Ja, dann gönn dir die scheiß Heilung. Mach die Scheiße aus, Alter. Ich krieg hier ein zu viel mit dem Scheiß, ey. Das ist ja grausam. Warum machen Entwickler das? Warum machen Entwickler so eine Scheiße? Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Hier, guck mal, da blinkt irgendwas. Da muss ich bestimmt hin. Mach aus die Scheiße hier. Da steht aber auch irgendwas von Exit. Hab ich's geschafft?
mich raus. Ich habe erfolgreich die Heilung genommen und sie repliziert. Und das ist nicht das Ende der Menschheit. Danke fürs Spielen. Heute ist nicht das Ende aller Tage, denn Horror Heaven hat die Welt gerettet. Mal wieder. Das mache ich ständig. Das ist mein täglich Brot, Leute. Ihr seht's hier immer und immer wieder. Ja, was soll ich sagen? Das Spiel war scheiße. Das muss echt niemand gespielt haben. Todeslangweilig. Wegrennen. Zombies. Dunkel. Jede Menge. Nee. Ist für laut zu haben bei itch.io. Link findet ihr in der Beschreibung, falls ihr euch auch nochmal ein bisschen selber foltern wollt oder so. Keine Ahnung. Also echt. Leider sind die meisten Games bei itch.io leider so, aber es werden wieder Perlen kommen. Ich werde wohl auch vielleicht in Zukunft, ich will nächstes Jahr nur noch alle 4 Tage ein Video rausbringen. Ich glaube, die Abstände zwischen den Videos sind zu kurz immer noch bei mir. Und dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich auch so eine Videoreihe starte mit 3 kurzen Games in einem Video oder so, weil ansonsten kriege ich die 100 Spiele, die ich bei itch.io auf der Liste habe, ja nie abgearbeitet. Oder ich mache mal wieder einen schönen Indie-Gaming-Stream über mehrere Stunden. Einfach ein Indie-Game nach dem anderen von itch.io. Wir werden sehen. Vielleicht ja wieder zu Weihnachten. Ich hoffe, euch hat's entertained und dass wir uns dann auch zum nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Ciao.